Hi, hab vor einer Weile mal Prollo-Spießer darauf hingewiesen, wie pleite die sind. Die Frage war, warum ich kein Auto hätte. Ich hab die gefragt, wie lange die im Falle eines Krieges überleben und ob die wissen, wie man ein Zelt aus zusammengeklaubtem Müll baut, um bei Bombenabwürfen zumindest ein Dach über dem Kopf zu haben. Respektive, ob die wissen, wie man ein Lagerfeuer zündet ohne Feuerzeug. Prollo-Spießer sind echte Nervensägen und nichts anderes. Vermutlich sind das die echten Nazis. Zu hohl zum Kacken halt, weil die nicht wissen, wie man Essen sammelt. Des Weiteren habe ich gefragt, ob die wüssten, wie man in der Natur Nahrung findet, ohne vorher Essen zu kaufen. Als ob die das wüssten. Na, und die wollten reich sein. Na, die wissen noch nicht mal, wie man das könnte. Wenn ich rumprolle, kann ich wenigstens mit einem Geschichtsbucheintrag angeben, welcher im Deutschunterricht thematisiert wird, solange die Infrastruktur noch herrscht. Diese Flachpfeifen haben gerade mal Autos und Mächte. Ob diese kontrollieren können, ist die andere Frage. Für den Fall eines Krieges oder gesperrtem Bankkonto würden die nicht mal 2 Tage überleben, meiner Theorie nach. Ist die Wahrheit, Anwalt. Wahrscheinlich, wohlgemerkt. Ob die überhaupt wissen, wie man lebt? Ist wirklich eine sehr gute Frage. Vom Kacken keine Ahnung haben, aber mir erzählen wollen, von wegen sie hätten Autos und Häuser. Im Falle eines Krieges wären die nicht lebensfähig. Ich habe 2 Drittel Jahr Obdachlosigkeit hinter mir. Ich weiß, wie man lebt. Diese Flachpfeifen haben dagegen keine Ahnung vom Leben. Ist einfach nur eine Tatsache. Und meine Frage jetzt ist an euch alle: Sind Prollospießer echte Nazis? Weil Nazis sind zu hohl zum Kacken. Prollospießer sind faktentechnisch für den Fall eines Krieges nicht vorbereitet und die Masse von denen lebt eh in Häusern, die als erstes ausgebombt sind. Ob die wirklich die echten Nazis sind, weil sie zu hohl zum Kacken sind, ist eine gute Frage so gesehen. Aber ich weiß es nicht. Ob die überleben können? Mit Sicherheit nicht. Zumindest nicht lange. Und merkt euch eines, Autofahrer sind nur Asche im Wind. Speziell für den Fall, dass die Infrastruktur zusammenbricht und ein Krieg ausbricht. Und ja, ich kann auch prollen. Geschichtsbucheintrag oder Auto? Deutschunterricht oder Auto? Wenn man die Wahl hat, was nimmt man wohl lieber? Was mit bleibendem Eindruck oder was, was schnell kaputt geht und wofür man nur Geld zahlen muss? Flachpfeifen halt, ne? Grüß Genius Hardcore.